In 362 Tagen ist es wieder soweit, Weihnachten steht vor der Tür. All jene, die mit dem Christkind oder auch mit dem Weihnachtsmann nicht so zufrieden waren und wenn es am Gabentisch vielleicht das falsche Geschenk gegeben hat, dann haben sie heute die Gelegenheit dazu, diese umzutauschen. Der 27. Dezember, der gilt ja naturgemäß als jener Tag, an dem nach Herzenslust geshoppt wird und das auch, weil viele, viele Prozente auf die Menschen und auf die Kunden warten, so auch hier in der Lugner City. Hier gibt es eine richtige Rabattschlacht in den Geschenken, teilweise bis zu -50% auf die Waren und auch der ein oder andere Gutschein, der kann an diesem Tag eingelöst werden. Wir haben uns natürlich auch mit dem Hausherrn, mit Richard Lugner unterhalten und auch mit einigen Menschen hier, die vielleicht nicht ganz so zufrieden waren mit den Weihnachtsgaben. Hören wir mal rein. Richard Lugner, der Hausherr, auch wieder hier schöne Weihnachten gehabt? Ja, sicherlich, ja. Mit vielen Geschenken von meiner Seite und ich habe auch viel bekommen. Und viele Leute, die shoppen jetzt noch nach. Es gibt richtig fette Prozente auch bei Ihnen hier in der Lugner City. Gibt es vielleicht das ein oder andere Geschäft, das Sie selber noch aufsuchen? Nein, ich habe heute keine Zeit mehr dazu. Aber heute beim Mediamarkt, der ist seit 6 Uhr früh gelaufen und der hat bis um 9 ein riesiges Geschäft gemacht. Und die Leute tun jetzt natürlich die Gutscheine einlösen, die sie zu Weihnachten gekriegt haben und jetzt kaufen sie damit ein und es ist im Haus relativ viel los. Aber der 27. ist immer ein starker Tag. Außerdem haben wir heute -15% in über 30 Geschäften. Das wird bei den Leuten natürlich ausgenutzt, aber ich glaube, beim einen oder anderen war das Christkind nicht so brav oder hat sich falsch entschieden, wenn so viele jetzt herkommen. Viele schenken Gutscheine, weil sie nicht wissen, was sie den Beschenkten schenken sollen. Da gibt es Leute, ich habe unlängst diskutiert, die mit dem Toni Faber und mit der evangelischen Superintendentin, die haben gesagt, naja, Gutscheine schenken ist hirnlos, aber mein Gott, wenn man wem was schenkt, was er nicht will, dann hat das, glaube ich, auch keinen Sinn. Ich habe vor Jahren, also vor 70 Jahren sowas habe ich auch gewusst. Mein Bruder wünscht sich einen Regenschirm und seine Mutter hat ihm einen gekauft und ich. Und dann hat er zwei Regenschirme zu Weihnachten gekriegt. Aber damals waren die Geschenke noch bescheiden. Aber es hat damals genauso viel geregnet wie heute. Ja, schon, aber damals über einen Regenschirm hinaus sind die Geschenke aus der Brieftasche heraus nicht finanzierbar können. Das sind jetzt schon andere Kaliber, ne? Was haben Sie das Gefühl, was läuft denn am besten zu Weihnachten? Na ja, Weihnachten, der Mediamarkt läuft heuer sensationell gut. Der hat umgebaut und geht wirklich gut. Aber der Müller-Drogerie ist auch sehr gut. Also das sind die zwei sehr starken. Viele Leute sind jetzt nachher noch, nach Weihnachten, unterwegs auf den Straßen Wiens, auch Sie. Wollen Sie etwas umtauschen oder nachshoppen? Also umtauschen will ich gar nichts. Ich will nur was kaufen, was ich noch brauche für die nächsten Tage, wenn wir wegfahren. Das heißt, das Christkind hat den ein oder anderen Wunsch offen gelassen? Ja, hat es offen gelassen, aber es hat alles auch gepasst. Ich muss nichts umtauschen. Was wollen Sie kaufen? Ja, ich kaufe ein paar Kosmetikartikel und sonst nichts, eigentlich Bestimmtes. Es ist ja heute so, dass es in vielen Einkaufszentren, auch hier in der Lugner City, sehr günstig, vergünstigt Artikel gibt. Viele Prozente werden da abgezogen. Ist das auch ein Anreiz, heute einkaufen zu gehen? Nein, eigentlich nicht. Nein, das nicht. Bei mir war es ganz einfach, ich habe das erste Mal jetzt Raclette probiert und jetzt, das musste jetzt her. Es hat auch noch für sich nichts. Aber Lugner City, 15% jeden Donnerstag, letzten Donnerstag im Monat. Also ich bin schon öfter da. Es zahlt sich aus. Waren Sie mit dem Christkind ganz allgemein zufrieden? Ja, im Großen und Ganzen ja. Das heißt, alle Geschenke sind gebracht worden und jetzt noch ein bisschen was dazugekommen. Ja, genau so ist es. Aber das wäre eben der Wunsch, das habe ich jetzt. Ja. Auch ein Besucher hier in der Lugner City. Wieso sind Sie denn heute da nach Weihnachten? War das Christkind nicht ganz so brav? Oh, das Christkind war sehr brav, aber wir haben nichts gekauft und wir tauschen auch nichts um. Das heißt, Sie schauen heute nur und gustieren ein bisschen? Ja, richtig. Und das, obwohl es heute so viele Prozente gibt? Auch deswegen, ja. Sind wir da, weil wir gustieren wollen. Und vielleicht gibt es dann das ein oder andere Präsent doch nachträglich? Möglicherweise. Sind Sie zufrieden mit den Weihnachtsgeschenken? Ja, also ich bin zufrieden. Haben Sie was umgetauscht heute? Nein. Weil Sie da so ein schönes Sackerl haben? Nein, weil ich habe Geld bekommen. Also ich habe Geschenke bekommen, damit ich mir was kaufen kann.
Und das machen Sie jetzt nach Weihnachten? Weil es günstiger ist, oder? Ja. Haben Sie, ist es spürbar günstiger? Also spürt man das dann am Ende auch im Geldbörserl, dass ein bisschen... Ja, schon. Wir sind jetzt hier noch immer in der Lugner City bei Avina und diese Dame hat zu Weihnachten einen Ehering bekommen. Genau, genau. Die Ehering habe ich vor ein paar Jahren bekommen von meinem Mann. Und leider habe ich das vor kurzer Zeit verloren. Jetzt habe ich wieder eine neue. Wir haben eine neue gekauft. Schauen Sie, vor 10 Jahren hatten wir es bekommen. Und sieht so nah wie neu aus. Schauen Sie das. Super, beste Qualität. Nagelneu alles hier bei diesem wunderschönen Geschäft. Aber waren Sie mit dem Christkind nicht so zufrieden, weil Sie jetzt nachträglich einkaufen gehen oder ist es auch, weil es hier sehr viele Vergünstigungen gibt? Nein, eigentlich, ich wollte große 54 und das war vor ein paar Tagen vor Weihnachten, das war leider nicht erhältlich und wir haben das bestellt, dann nach ein paar Tagen haben wir das bekommen. Bei Ihnen, spüren Sie das auch, dass jetzt viele Leute nach den Feiertagen wieder verstärkt einkaufen wollen, weil hier ja überall eine wahre Prozentschlacht ausgebrochen ist? Ja, weil nach den Weihnachten ist es immer, die Preise wird immer reduziert, so bei allen Geschäften da. Und die kommen schon, viele kommen auch nach den Weihnachten zum Einkaufen. Deswegen bei uns ist es noch immer, Gott sei Dank, sehr stark, muss ich sagen. Was geht denn am besten weg? Was kaufen die Leute am liebsten? Bei uns ist es, wir sind sehr bekannt mit unseren Trauringe, mit unseren Eheringe und unsere Silber. Das heißt, unsere Silber, unsere Trauringe ist sehr, sehr stark. Die kommen sehr viele, wir haben sehr viele Stammkunden, die kommen nur wegen dieser Sachen zu uns und so. Wir sind sehr zufrieden. Ja, 963 Millionen Euro, die wurden ja während der Vorweihnachtszeit ausgegeben für Geschenke. Jetzt kommt wahrscheinlich die ein oder andere Million noch dazu. Und rund 43% der Geschenke waren ja Gutscheine. Das heißt, auch diese werden in den nächsten Tagen eingelöst werden.